Herzlich willkommen zu einer weiteren Einheit in der Insta-Statistik. Hier haben wir als Aufgabenstellung, die Instagram-Beiträge eines Influencers setzen sich zu 45% aus Stories zusammen. Was jetzt hier hintersteckt, der Rest sind entsprechend andere Posts. Im Durchschnitt erzielt er eine Conversion Rate von 2,3%, wobei eine Story im Durchschnitt eine Conversion Rate von 1,8% aufweist. Als Aufgabe in dem Kontext haben wir jetzt, berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei einem Beitrag um einen Post handelt oder dass der Beitrag zu einer Conversion führt. Das heißt, dadurch, dass wir hier diesen Punkt haben oder, müssen wir eine Wahrscheinlichkeit einer Vereinigungsmenge berechnen. Das ist also sowohl um einen Post, also nicht um eine Story sich handelt und dass eine Conversion eintritt. Um das anzugehen, stellen wir zunächst mal zusammen, was wir alles gegeben haben. Das machen wir hier. Dann haben wir zunächst die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine Story handelt von 45%. Das ist der hier. Und entsprechend die Gegenwahrscheinlichkeit, dass es sich nicht um eine Story handelt von 55%. Das heißt, ob wir es jetzt Post nennen, ist es auf jeden Fall nicht Story. Und wir wissen zusätzlich noch, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Conversion eintritt, unabhängig jetzt von dem Typ des Posts, beträgt 2,3%. Zusätzlich haben wir auch noch die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge, also dass es sowohl eine Story ist und zu einer Conversion kommt. Die beträgt in dem Fall 1,8%. Mit den Infos können wir jetzt hingehen und uns überlegen, was sollen wir hier eigentlich bestimmen. So, was wir hier bestimmen sollen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einerseits keine Story ist, andererseits aber zu einer Conversion führt. Das heißt, wir nutzen jetzt hier unser Additionssatz. Das heißt, wir haben jetzt hier die erste Wahrscheinlichkeit davon, dass es keine Story ist, plus die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Conversion kommt, minus, und jetzt haben wir ein Problem. Weil das, was wir hier abziehen müssen, ist eigentlich die Schnittmenge von diesen beiden. Die haben wir nicht gegeben. Wir haben ja nur diese Schnittmenge hier. Wir haben ja nur, dass es eine Story ist und zu einer Conversion führt, nicht, dass es keine Story ist und zu einer Conversion führt. Das können wir aber relativ einfach berechnen, indem wir einfach hingehen und von der Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Conversion kommt, die Wahrscheinlichkeit abziehen, dass es einerseits eine Story ist und zu einer Conversion führt. Weil ich ja nur diese beiden Ausprägungen hier vorne habe. Entweder es ist eine Story oder es ist keine Story. Das heißt, wenn ich die beiden zusammen betrachte, diese hier und die für die Komplementärmenge an dieser Stelle, dann ergibt die Summe von den beiden ja das, was ich bekomme, wenn ich halt diesen S-Teil weglasse. Das ist halt nur die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Conversion kommt. Das heißt, ich kann so die Wahrscheinlichkeit von der Schnittmenge, die ich brauche, bestimmen. Wenn ich das jetzt aber hier ausrechne, sehe ich durch das Minus vor der Klammer, heben sich diese Conversion Rates, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Conversion kommt, gegenseitig auf. Und das Minus, erstellen hier ein Plus. Das heißt, das Ganze vereinfacht sich zu dieser Formel. Und für genau diese beiden Werte habe ich auch hier und hier meine Werte vorgegeben. Das heißt, ich kann diese beiden Werte nehmen, hier einsetzen und erhalte dann am Ende eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass es entweder keine Story ist oder es eine Conversion erzielt von 56,8%. Und damit sind wir am Ende dieser Einheit angekommen. Ich sage dementsprechend auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.